Ja, das heißt dann anscheinend für uns jetzt in diesem Part, dass wir wahrscheinlich ganz viel zu lesen bekommen. Genau, ab zur Blutwacht und da erstmal die ganzen Quests abgeben. Wobei, wie gesagt, war ja bisher nie so viel gewesen, was wir da lesen mussten beim Abgeben. Ich bin gespannt. Oh, leveltechnisch haben wir ja doch ganz schön was gut gemacht. Vielleicht reicht es ja doch noch für ein Level-Up, die ganzen Quests hier abzugeben. Ansonsten würde ich sagen, spätestens, wenn wir die Insel hier fertig haben, die Blutmythos-Insel, werden wir unser Level-Up haben. Ich denke mal, so darauf wird es hinauslaufen. Hey, ich muss da oben hin. Wo schickst du mich jetzt hin? Ach, Lloyds. Ah, okay. Gut, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Gucken wir mal. Ich würde sagen, wir fangen hier mal an. Gehen wir hier mal als erstes ab. Die Naru haben uns nicht vergessen. Blutwacht. Ihr seid zurück in einem Stück. Ich habe gute Neuigkeiten. Wir haben neue Informationen zum wahrscheinlichen Aufenthaltsort weiterer Überlebenden erhalten. Eine neue Absturzstelle wurde entdeckt. Sobald ich mich eingehend damit befasst habe, werde ich mich an euch wenden. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir das Schwertchen mit. Sehr schön. Geben die nächste Quest ab. Konntet ihr Kristallsplitter von den Kreaturen der Blutmythos-Insel einsammeln? Gut gemacht. Die Splitter werden als Rohmaterial für weitere Stärkungskristalle dienen. Ihr könnt euch ein paar der drei Typen aussuchen, die ich herstellen kann. Ich finde sie alle recht nützlich, je nachdem, auf welche Beute man es abgesehen hat. Ist eigentlich völlig egal, weil verkaufen wir ja eh wieder. Ach, Tasche ist voll. Ja, bravo. Na, bravo. Da ist die Tasche voll. Wo haben wir denn hier noch was zum Entzaubern? Ich habe doch vorhin was mitgenommen hier. Ich habe doch vorhin da. Sehr schön. Ja. Nehmen wir den wieder mit. Ja. Abfangen der Nachricht. Schön, euch wiederzusehen, Crazy Ben. Ich hätte da eine heikle Aufgabe, die es zu lösen gilt. Unsere Agenten, die Sonnenfalken ausspionieren, haben berichtet, dass Soldaten der Sonnenfalken ein ungewöhnliches Dokument untersucht haben. Unglücklicherweise konnten wir keine Kopie dieses Schreibens für uns selbst beschaffen. Ihr müsst für mich vor Ort gehen und das Dokument an euch bringen. Ich bin mir sicher, dass euch ein Sonnenfalke die von uns gesuchten Informationen geben wird, wenn ihr genug Druck anwendet. Ich überlasse den Einsatz von Gewalt voll und ganz eurem Ermessen. Ja, das kriegen wir doch hin, ne? Mit Gewalt auf die Blutelfen ausüben. Ich hasse Blutelfen. Die sehen so perfekt aus. Geschöpfe der Leere, dort herrscht ein ganz schönes Durcheinander, was? Gute Arbeit. Ich werde ein paar Archo... Was? Ich werde ein paar Anarchoretten entsenden, die Loryl und Joryl helfen werden. Ah, okay. Das ist Loryl und Joryl, das sind wahrscheinlich die zwei, die Verletzten. Hier läuft auch ein Wachtrupp von Drenai rum. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken, wo können wir denn am besten verkaufen? Der repariert, dann können wir da auch verkaufen. Heiliges Blechle. Oder wir verkaufen direkt bei ihm. Das ist natürlich auch möglich. So, der hat keinen Verkaufspreis, immer noch nicht. Das weg, das weg, das weg. Die Stoffe behalte ich noch, das brauchen wir noch. Musachat können wir eigentlich mit der Post verschicken. Die haben keinen Verkaufspreis, die brauchen wir aber auch nicht mehr. Den können wir sogar noch entzaubern. Den habe ich gerade ganz übersehen. Weg. Ach, auch keinen Verkaufspreis, also weg damit. Das brauchen wir noch. Weg, weg, weg. Weg, weg. Oh, die Taschen sind so bombenvoll, das ist grausam. Das ist so grausam, aber ist egal, wir machen hier mal weiter. Unglaublich, konntet ihr andere Überlebende finden? Entschuldigung. Archelos senkt seine Stimme zu einem Flüstern.
Ich möchte ehrlich mit euch sein, Crazy Wayne. Niemand sonst so wollte diesen Auftrag annehmen. Ihr seid sehr mutig, Hexenmeister. Ja, dass ich mutig bin, weiß ich ja schon länger. Das wurde mir ja schon so oft von euch berichtet, von euch alten Questgebern. So, was haben wir da? Moria sieht euch voller Hoffnung an. Seid ihr bei eurer Suche auf Spuren von Gillian gestoßen? Ihr berichtet Moria von eurem Fund in den Trümmern des Kryokerns. Des Kryokerns. Also, ich denke, dass ich es bereits wusste, wollte es aber einfach nicht glauben. Es sind zwar nicht die Neuigkeiten, die ich mir erhofft hatte, aber ich bin auch für euch für das Auffinden von Galaien zutiefst dankbar. Was haben wir da? Hat der Apparat funktioniert? Habt ihr die Murdochs für meine Untersuchung markiert? Na, die ist ja schnell über ihre Trauer weg. Ja, es hat funktioniert. Gut gemacht. Ich hatte befürchtet, dass der Sender beim Markieren beschädigt werden könnte. Aber anscheinend ist ja alles wieder wie geplant verlaufen. Denke ich auch. Und du hast ja noch was für uns. Opfer der Verderbnis. Unsere Ankunft hat die Blutmythos-Insel für alle Zeiten verändert. Der Absturz der Exoda hat Trümmer über die gesamte Insel verstreut und ich glaube, dass sich dies langsam negativ auf die Natur hier auswirkt. Ach, glaubst du das? Ich muss mir alles erst genauer ansehen, bevor ich meine Schlussfolgerung bestätigen kann. Die Kristalle scheinen die Bäume als erstes beeinträchtigt zu haben. Also müssen die Trends am ehesten die Symptome aufweisen. Wenn ihr mir Proben von den Rinden verderbter Trends bringen würdet, könnte ich mich weiter in meine Studien vertiefen. Okay, ist auch eine Möglichkeit, über seine Trauer hinwegzukommen, wenn man sich in die Studien vertieft. Aber gut, von mir aus müssen wir gleich noch wieder Bäumchen schlachten. Habt ihr schon etwas Wissenswertes von den Satyren der Nazidus erlangt? Gut gemacht. Mal sehen, was ich von diesen Glyphen in Erfahrung bringen kann. Dann können wir unseren nächsten Schritt planen. Gibst du mir jetzt noch eine Quest oder? Die Bilder scheinen eine Geschichte zu erzählen. Ja, das ist wieder zu schnell. Da müsst ihr euch einfach mal das Video pausieren, wenn ihr das lesen wollt und wissen wollt, was die sagt. So schnell bin ich dann nicht. Ihr kennt ja meinen Lesestil. Entweder klappt es. Es gibt da echt... Bei mir ist es wirklich unterschiedlich. Es gibt Tage, wo ich richtig gut vorlesen kann. Und es gibt auch Tage, wo es so dermaßen am Haken ist bei mir. Das hat, glaube ich, auch wirklich viel mit der Müdigkeit zu tun. Heute geht es einigermaßen. Die Bedrohung bekämpfen. Jetzt, da wir bei den Satyren Eindruck hinterlassen haben, müssen wir ihnen zu verstehen geben, dass wir Übeltäter der brennenden Legion hier nicht dulden. Die Drenei sind schon viel zu lange im Schatten der Legion und ihrer Diener geflohen. Wo immer sie uns auch finden, sie zeigen niemals Gnade. Wir dürfen es nicht zulassen, dass die Satyr den Absturz der Exoda ausnutzen und die verderbten Kristalle als Waffe einsetzen. Geht nach Axarin im Norden, dem Sitz ihres Anführers, tötet ihn und nehmt die verderbten Kristalle, die ihr angesammelt habt, an euch. Ja, das kriegen wir auch hin. Jetzt haben wir hier noch zwei Quests zum Abgeben, wobei es sind wahrscheinlich drei oder vier Quests oder noch ein paar mehr, weil die haben ja alle so viele Quests für uns gehabt. Der hat zum Beispiel zwei. Habt ihr die Würgeranken bekommen? Aber sicher, das scheint mir stabil genug für meine Konstruktion. Danke für die Hilfe. Eure Unterstützung bei der Verteidigung der Blutwacht wird nicht vergessen werden. Ja, das will ich doch wohl hoffen. Sag mal da, wie läuft eure Jagd? Mit diesen Vorräten werden wir fürs Erste versorgt sein und die Zubereitung für den späteren Verzehr wird mich sicherlich ein Weilchen beschäftigen. Ich danke euch für eure Hilfe. So, da hat er sofort die nächste.
Ausmerzen der Falter. Als wir den Faltern das erste Mal auf der Insel begegneten, zeigten sie nur wenig Anzeichen von Mutation. Als sich die Verderbnis immer weiter ausbreitete, wurden die Motten und andere Arten jedoch immer mehr verseucht. Es ist jetzt sogar so weit gekommen, dass es fast alles... So weit gekommen, dass sie fast alles, mit dem sie in Berührung kommen, beschädigen. Der Schaden wird von den Kristallsplittern, die beim Absturz der Exoder zerbrochen sind, noch verstärkt. Uns bleibt keine andere Wahl, aber wir müssen die Motten, die das Land nördlich der Blutwacht behausen, ausmerzen. Okay. Motten töten, Bäume töten. So, die Pilze können wir dann auch alle abgeben. Das heißt, wir haben wieder 4 Plätze im Inventar. Mehr Platz. Vergesst nicht, die von mir benötigten Pilze sind einzigartig in unterschiedlichen Gebieten der Blutmythos-Insel. Nun, ich hatte euch gewarnt, ohne etwas oder etwa nicht. Ich hoffe, diese kleine Bezahlung wird euch für eure Unannehmlichkeiten etwas entschädigen können. Kehrt zu mir zurück, sobald ihr euch ein wenig erholt habt. Dann habe ich vielleicht noch eine Aufgabe für euch. Mit Pilzen... Natürlich. Nicht noch eine Pilzaufgabe. Yseras Tränen. Oh, Ysera ist die geile Drachenkarte bei Hearthstone, die jedes Mal eine Traumkarte nach jedem Zug erstellt. Ich bin mal gespannt, was der hier mit Ysera zu tun hat. Gut, euch wiederzusehen, Crazy Bane. Ihr wart bei meiner letzten Aufgabe sehr tüchtig. Seid ihr vielleicht an einer weiteren interessiert? Im Nordosten liegt die Insel Drachenfels. Sie beheimatet eine sehr seltene Pilzart, die unter dem Namen Yseras Träne bekannt ist. Benannt nach dem grünen Drachlingen, die auf dieser Insel hausen. Ich brauche nicht viele von diesen Pilzen, möchte euch aber dennoch da warnen, denn die Bewohner dieser Insel mögen keine Besucher. Gebt auf eure Schritte Acht. Aha, da müssen wir also zur Dracheninsel. Und jetzt haben wir eigentlich im Grunde nur noch die Quest zum Abgeben. Was ist das denn? Ein Fuhrbeug? Was macht ein Fuhrbeug hier? Naja, kann mir ja egal sein. Jetzt gehen wir da oben noch eben die 2 Quests ab und dann müssten wir eigentlich den Großteil der Quests fast fertig haben. Habe ich gehofft. Aber dem scheint nicht so zu sein. So, sprechen wir erstmal mit ihm. Ihr habt die gesamte Blutmythos-Insel und Az zur Mythos-Insel gerettet, das Leben der Drenei in Azeroth gesichert. Crazy Bane, dafür wird man euch niemals genug danken können. Keine Belohnung, nichts ist groß genug, um euch unsere Anerkennung zu zeigen. Leider bleibt noch so viel auf Draenor zurück. Leider blieben noch so viel auf Draenor zurück, die dieses historische Ereignis nicht miterleben können. Ihr müsst euren Weg zurückfinden. Findet euren Weg zur Scherbenwelt, Held von Argus. Findet euren Weg zur Scherbenwelt, Held von Argos. Bringt eure Leute nach Hause. Nach Hause in das Land, das ihr gerettet habt. Nach Azeroth. Ja, der Stab bringt uns natürlich nichts mehr. Nehmen wir trotzdem mit. Oh, und da gab es sogar ordentlich Erfahrungspunkte für. Lang lebe Crazy Bane, der Retter der Azurmythos und Blutmythos-Insel. Held der Hand von Argos und Champion der Drenei. Das konnten jetzt auch alle lesen, die hier auf der Insel sich rumtreiben. Allerdings bin ich wahrscheinlich hier der Einzige, der sich hier noch rumtreibt. Gut, dann würde ich sagen, quatschen wir ihn noch an. Wie kann ich euch helfen, Hexenmeister? Gut gemacht. Von dem, was ich gehört habe, war es wohl kein leichter Kampf. Ihr habt euch eure Belohnung mehr als verdient. Ja, komm, nehmen wir alles das an. Können wir auch wieder entzaubern. Konntet ihr die erste Kristallprobe bekommen? Ja, auch die haben wir beschafft. Dieser Kristallsplitter wird unseren Forschungen als Vergleichsgrundlage für Proben von anderen Teilen der Insel dienen, da er aus einem weniger verseuchten Gebiet der Blutmythos-Insel stammt. Ich werde die Probe erst losschicken können, wenn ich wenn ich ein vollständiges Probenset habe. Aber der Anfang ist getan. Wenn ihr mir helfen möchtet, die anderen Proben einzusammeln, werde ich euch für eure Mühen natürlich belohnen. Gut, gehen wir ab.
das vermisste Vermessungsteam. Als wir uns hier auf der Blutwacht langsam eingerichtet hatten, schickte ich Vermessungsteams aus, die zuverlässige Karten der Insel erstellen sollen. Meistens kamen sie wieder unversehrt mit dem von uns benötigten Angaben zurück. Aber das Team, das ich nach Osten zu den Ruinen entsendet hatte, wird noch immer vermisst. Ich mache mir Sorgen um sie, aber leider kann ich niemanden entbehren, um ein weiteres Team nach ihnen suchen zu lassen. Findet sie und helft ihnen, soweit es geht, damit sie mit ihren gesammelten Informationen wieder zurückkehren können. Gut, dann haben wir das auch abgeschlossen und wir können uns... Heiliger Scheiß. Jetzt haben wir hier schon wieder so viele Quests. Ja, dann würde ich schon fast sagen, machen wir erst die Bäumchen kaputt, wa? Machen wir da erst die Bäumchen kaputt. Das hört sich nach einem Plan an. Oh, was ist denn hier los? Ach! Wie geil, stimmt ja. Wir kommen hier raus... Und dann beglückwünschen die uns, weil der geschrien hat, wir sind der Retter, die freuen sich alle, dass wir die Insel und die Drenei soweit gerettet haben, aber wir sind ja noch nicht fertig. Wir haben noch was zu tun, Leute, ihr könnt euch das doch noch ein bisschen zurückhalten mit dem Applaus. Noch sind wir nicht fertig.